Weiter geht es im Reigen der Internetinterviews mit dem Direktor der Raiffeisenbank Mödling, Magister Stefan Jauck. Inwieweit ist die Raiffeisenbank Mödling von den Vorschriften im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus betroffen? Was hat sich geändert? Also wir als Bank sind natürlich sehr unmittelbar und sehr direkt von diesen Maßnahmen und Vorschriften betroffen, die ja seitens der Bundesregierung jetzt laufend veröffentlicht werden. Wir zählen zur sogenannten kritischen Infrastruktur unseres Landes. Das heißt, wir sind dazu aufgerufen, den Bankbetrieb aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Verpflichtung, die Gesundheit und auch den Schutz unserer Kundinnen und Kunden und natürlich unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schauen. Und unsere Aufgabe ist im Wesentlichen auch die Versorgung der Bevölkerung, unserer Kunden, unserer Mitglieder mit Bankdienstleistungen, vor allem auch die Liquiditätsbereitstellung in dieser heiklen Phase. Und an dieser Stelle kann ich versichern, die Versorgung mit Bargeld ist in ganz Österreich gesichert, nicht nur bei uns, sondern auch bei allen anderen Banken. Unsere Bankomaten, unsere Automaten, unsere Kassen sind gefüllt. Die Versorgung funktioniert reibungslos und somit sind auch in Zukunft Bargeldbehebungen in ganz Österreich in einem Ausmaß möglich, wie es vor Beginn dieser Krise auch war. Hinweisen möchte ich jedoch darauf, wenn es möglich ist, aufgrund der hygienischen Faktoren, wenn es möglich ist, nutzen Sie Karten, also Kreditkarte oder Bankomatkarte oder auch das Smartphone, um bargeldlos zahlen zu können. Ja, aufgrund, was Sie ja ursprünglich gefragt haben, wie trifft uns diese Krise sehr stark? Wir haben in der letzten Woche waren wir gezwungen, aufgrund der neuen Maßnahmen unser Haus in dieser Phase völlig neu zu organisieren und auch zu strukturieren, damit wir auch nachhaltig den Bankbetrieb in dieser Krise aufrechterhalten können. Was haben Sie gemacht, um diesen Bankbetrieb aufrechtzuerhalten? Wie sieht es aus mit den Öffnungszeiten? Also wir haben sehr frühzeitig ein Krisenteam eingerichtet. Es hat laufend evaluiert, die aktuelle Situation sich angeschaut und wir mehrmals darüber beraten, welche Maßnahmen wir zum Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter und Mitglieder umsetzen müssen. Im Wesentlichen sind alle Maßnahmen, die wir beschlossen haben, die wir umgesetzt haben und auch zukünftig umsetzen werden, verfolgen zwei Ziele, nämlich die nachhaltige Aufrechterhaltung des Bankbetriebes mit allen Dienstleistungen und der Schutz unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Wir sind, das kann jetzt da sagen, technisch und organisatorisch darauf vorbereitet, sind hier mittlerweile gut aufgestellt, um hier auch die größtmögliche Sicherheit für Kunden und für die Kolleginnen und Kollegen gewährleisten zu können. Im Konkreten, was haben wir gemacht? Nur ein paar kleine Beispiele. Wir haben die Reinigungsmaßnahmen und auch die laufende Desinfektion in allen Bereichen, in denen Kundenverkehr passiert, massiv verstärkt. Das heißt, Geldausgabeautomaten, andere Automaten werden ständig desinfiziert. Desinfektionsmittel wurden an die Mitarbeiter verteilt. Sie alle wissen, wie schwierig es ist, in einer Phase wie dieser zu den Desinfektionsmitteln zu kommen. Wir haben Schutzhandschuhe an die Kassenmitarbeiter verteilt. Wir stellen derzeit gerade Plexiglaswände auf, um hier das Ansteckungsrisiko an der Kasse im direkten Kontakt noch weiter zu vermindern. Wir haben Verhaltensregeln aufgestellt, Abstand halten in der Kommunikation zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter und natürlich auch viele organisatorische Maßnahmen getroffen, um die Bargeldversorgung sicherzustellen. Und als Beispiel nur, wir haben in der letzten Woche rund 100 Mitarbeiter auch mit Teleworker-Arbeitsplätzen ausgestattet. Das heißt, hier den physischen Kontakt, den physischen persönlichen Kontakt bei uns im Haus zu reduzieren, damit unsere Beraterinnen, Berater, Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus arbeiten können, von zu Hause aus für die Kundinnen und Kunden erreichbar sind und auch für die Bank arbeitsfähig sind. Sind alle Bankstellen geöffnet, beziehungsweise welche wurden, wenn, geschlossen? Und hat der Kunde auch die Möglichkeit der Beratung vor Ort? Also unser Ziel ist es, wie schon angesprochen, auch in schwierigen Zeiten für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden da zu sein. Und Sie können mir glauben, wir tun uns da Möglichstes, um zur Bewältigung dieser herausfordernden Situation beizutragen. Aufgrund unserer regionalen und genossenschaftlichen Verantwortung halten wir nach wie vor alle unsere Bankstellen offen. Wir sind jedoch gezwungen,
um den Bankbetrieb nachhaltig sicherzustellen, auch im Falle einer Infektion eines unserer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, was wir natürlich nicht hoffen, haben wir unsere Öffnungszeiten massiv reduzieren müssen. Details finden Sie dazu auf unserer Homepage, auf Facebook, in den Bankstellen. Direkt wurde es außen auch plakatiert und wir haben auch alle Kundinnen und Kunden mittels einer Elba-Mailbox-Mail informiert. Warum waren wir dazu gezwungen? Warum haben wir das gemacht? Wir haben die gesamte Mannschaft im Bankstellenbereich in zwei Teile geteilt. Eine Woche arbeitet der Teil 1, in der nächsten Woche der Teil 2. Das heißt, eine Einheit ist physisch vor Ort für unsere Kundinnen und Kunden. Die zweite Einheit ist in Bereitschaft zu Hause, macht Telefondienst. Und diese beiden Teams wechseln sich dann auch wöchentlich ab, für den Fall, dass es zu einer Infektion kommen würde, damit wir nachhaltig hier die Bankstellen offen lassen können. Wichtig in dem Zusammenhang vielleicht auch, unsere Selbstbedienungsgeräte stehen natürlich in allen Bankstellen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Bitte nochmal, zahlen Sie bargeldlos mit Karte oder Smartphone zu Ihrem Schutz und zum Schutz der Umwelt bzw. der Kolleginnen und Kollegen. Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte bequem von zu Hause aus mittels Mein Elba und beschränken Sie auch die Bankbesuche in dieser schwierigen Phase auf das unbedingt notwendige Ausmaß. Kundenberatungen werden natürlich durchgeführt, hauptsächlich per Telefon oder per E-Mail. Ihre Beraterin, Ihr Berater ist telefonisch per Mail erreichbar. Natürlich, wenn es nicht anders geht, es notwendig ist, auch in einem persönlichen Kundentermin. Wir sind gerade jetzt für unsere Kunden und Mitglieder da und das ist auch ganz ein wichtiges Thema. Die Situation bewirkt, dass sehr viele unserer Kundinnen und Kunden auch eine große Unsicherheit haben, was auch ihre finanzielle Zukunft betrifft. Und damit ist es uns auch unsere Aufgabe, hier als Partner für unsere Kunden zur Verfügung zu stehen, sei es bei Stundung von Kreditraten, sei es bei Einräumung von Konsumkrediten. Fragen Sie Ihre Beraterin, fragen Sie Ihren Berater. Und wir haben auch sehr viele Maßnahmen gesetzt, dass wir hier in diesem Bereich sehr rasch, sehr pragmatisch und sehr unkompliziert helfen können. Jetzt gibt es ja nicht nur Privatkunden, sondern auch zahlreiche Firmenkunden. Wie sieht es denn im Firmenkundenbereich aus? Ja, diese Krise hat natürlich massive Auswirkungen auf viele Unternehmerinnen, auf viele Unternehmer. Man weiß, es sind sehr viele Branchen dazu angehalten, zu schließen. Das heißt, hier hat man Umsatzausfälle zu 100%. Die Kostenstruktur bleibt die gleiche. Und hier ist vor allem die kurzfristige Liquidität eine große Herausforderung für unsere Unternehmen in der Region. Und da ist es ganz wichtig, auch der Rat an alle Unternehmen, so rasch als möglich eine Analyse zu machen, der Einnahmen, der Ausgaben und dann auch rasche Möglichkeiten zu analysieren, was kann ich machen, damit meine Liquiditätssituation gesichert ist. Gerade in dieser Phase sind wir für unsere regionalen Unternehmerinnen und Unternehmen da. Bei allen Fragen, die Bitte an unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der weiß darüber Bescheid. Der wird Ihnen auch mit Rat und Tat in dieser Phase zur Seite stehen. Und ich bin überzeugt, dass wir miteinander auch diese große Herausforderung für uns alle gemeinsam durchstehen werden. Das heißt, wenn wir alle zusammenhalten, uns das auch bewusst machen, kommen wir gut durch die Krise und danach können wir wieder mit voller Kraft neu durchstarten. Und das ist genau auch unser genossenschaftlicher Förderauftrag und auch die Solidarität, die für uns ganz, ganz wichtig ist. Weil unser Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen hat bereits gesagt, was einer nicht schafft, das schaffen viele. Und diese Worte sind derzeit trotz der geforderten, vor allem des physischen Abstandhaltens, aktueller denn je. Denn gemeinsam, miteinander, ja füreinander werden wir diese Phase meistern, werden nachher stärker, vielleicht auch regionaler und das Team unschlagbar aus dieser Krise gehen. Herr Rechter, danke für das Gespräch. Wir hören uns demnächst wieder. Dann hören wir, was es Neues gibt aus der Bank, wie viel Geld noch vorhanden ist, wie es Ihnen geht, wie es Ihren Mitarbeitern geht. Alles Gute und danke für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke.